Ich glaube, du musst den inneren Arm erstmal ein bisschen rein, genau. Es kommt dann eh gleich eine Meldung, dass man das überspringen kann. Das machen wir ja dann auch. Das ist jetzt bloß mal, dass man mal sieht, wie es funktioniert mit dem Tutorial. Mahlzeit Daniel. Black Gamer HD, hi. So, dann werden wir mal das noch ein bisschen rein, halt, mal ein bisschen runter hier. Das geht doch. Geht ja ganz gut. Haben wir gedacht, beim Vorstellen stelle ich mich erstmal wieder an wie der Letzte. Ja, Bausimulator ist raus. Deswegen spielen wir das Spiel jetzt. So, jetzt machen wir erstmal Folgendes. Setzen wir mal noch mal ein bisschen zurück. Dann fahren wir den Arm weiter aus. Na komm, raus damit. Also, wenn man da eine richtige Mission macht, ich glaube, im Multiplayer macht das dann richtig irrsinnig viel Spaß, weil jeder Aufgaben übernehmen kann. Der eine schafft das Zeug her, der andere baggert gleich und. Also da bin ich ja echt gespannt. Nur das Game wird halt jetzt so nicht viele haben, dass wir das mal testen können. Auf alle Fälle gleich mal vorab, auch hier wird wieder ein Charity-Programm starten mit dem Spiel. Ist auch schon bei Weltenbauer angekündigt. Und bei Astrakon, besser gesagt Buschbaum, also die wissen alle schon Bescheid. Wirst du den Bausimulator ein komplettes Let's. Es wird eine Let's Play-Reihe geben, ja. Wie gesagt, es wird ein Spendenprojekt wieder dazu kommen. Und zwar unabhängig von Aufträgen. Also, wir sind fertig. Also da schaut es so aus. Kleine Aufträge zwischen 10 und 3 Euro. Es gibt ja Häuser, die wirklich lange brauchen, bis die stehen. Und wenn die dann fertig sind, die großen Dinger, das sind dann 3 Euro, so kleine Baggerarbeiten, werden dann 10 Cent anfangen, hochwärts, weil das, ja, einfach mal schauen. Und natürlich eure Spenden, wenn ihr Bock habt, sind natürlich auch herzlich gern gesehen. Gerade was jetzt dann die Weihnachtscharity betrifft. So, jetzt können wir abbrechen. Cool, machen wir auch. Ach nee, jetzt habe ich gesagt, ich will weiter baggern. Bin ich ein Depp? Ich wollte es halt nicht. Oh Mann. Mann. Warte mal. Kann man das jetzt nochmal rückgängig machen? Aufträge. Nee. Aktive. Ah ja, okay, da kann man jetzt Abschnitt 3 zum Abschnitt 4 können wir gehen. Abschnitt 3 können wir abbrechen, glaube ich. Den haben wir jetzt gemacht. Fahren, kleine Britsch, genau. Auftrag abbrechen. Du erhältst kein Geld für unvollständige Abschnitte. Nein. Also kann man doch nicht mehr, jetzt muss ich den komplett machen. Alter Schwede! Naja, da müssen wir noch ein bisschen ausbaggern. Ich wollte ja jetzt eigentlich nicht die ganze Zeit nur baggern. Ich wollte euch eigentlich das Tutorial erstmal zeigen. Aber einen falschen Knopf gedrückt. Wie, wann kommt Zehanda? Leute, heute ist wieder ein neues Zehanda-Game rauskommen, Video. Schaut ihr überhaupt in meinen Kanal? Dann müsst ihr das wissen. Gestern eins, heute eins, morgen eins. Und dann ist erstmal wieder Ruhe, also, weil einfach, ja.
The Hunter hat die größten, also für eine Viertelstunde Video habe ich 15 GB, für 20 Minuten Video. Und die müssen erstmal bearbeitet und hochgeladen werden, das schaffe ich täglich nicht. Deswegen wird es ab nächste Woche nur noch jeden zweiten Tag eins geben. So, warum kann jetzt ich das nicht abbrechen? Das ist echt doof. Hey, komm, was machst du jetzt? Nee, The Hunter Stream, das ist momentan sehr selten. Ich habe einfach zu viele andere Projekte laufen. Und einfach zu wenig Zuschauer, was den The Hunter anbelangt. Und dann meine ich dann lieber, das ist, was am meisten Zuschauer bringt. Ist ja auch logisch. Die Zeit von The Hunter ist vorbei. Da machen jetzt die, was damals meine Abonnenten quasi waren und das geschaut haben, machen heute ihre eigenen The Hunter Let's Plays und interessieren sich quasi nicht mehr für meine. Und deswegen ist es eingeschläfert. So ist das leider. Oh Mann, ich will jetzt nicht die ganze Zeit backern. Ich habe eigentlich gedacht... Ey, komm, hopp hoch da. Hey, was ist jetzt los? Na? Hallo? Jetzt auch, nein? Ah, der war gehängt. Haha. Gehangen. Ja, das, Geld für 10, das ist, das gilt halt nicht. Das ist doof. Jeder Zuschauer zählt nur einmal. So, jetzt können wir wieder ein bisschen zurückfahren. Müssen wir den ganzen Ding hier ausbackern, verdammt nochmal. Ist ja doof, habe ja echt doof angestellt. Es geht jetzt so lange, bis neben der Baggerschaufel oben rechts der grüne Balken ganz oben ist. So lange müssen wir jetzt baggern. Ja, aber mal schauen, vielleicht, dass ich vielleicht, wenn ich mal Bock habe, sonntags vielleicht Nachmittag mal The Hunter mache. Aber wie gesagt, es gibt das The Hunter gerade das Charity-Projekt und das ist mir wichtiger wie Livestreams. Von The Hunter. Aber es wird sich ab nächstes Jahr, ab Januar, eh einiges ändern hier auf meinem Kanal. Könnt ihr schon mal gespannt sein. Mehr sage ich jetzt noch nicht dazu. Wird auf alle Fälle Witziges dabei sein. Und für jeden etwas dabei sein. Ja, John, der Meister. Jo, wir schaffen das. Ha, ha, ha. Nips. Ich warte mal ein bisschen vor, ich muss da jetzt ein bisschen mich drehen. So schwenken wir erstmal den Arm rüber. Genau, dass wir sehen, wie ich stehe. Genau, so. Und jetzt ab. Dam, 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 dam.
So, dass ich da schön drin stehe. Und weiter geht's. Also beim Xbox-Controller steuert sich eigentlich ganz gut. Ich weiß noch nicht, wie das ist. Also wie gesagt, das soll angeblich funktionieren mit zwei Joysticks. Da würde ich schon gerne mal. Ich habe leider keinen Joystick mehr, weil die Ära der Joysticks ist bei mir aus. Schade eigentlich, weil sonst hätte ich das Ganze mal testen können. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Baggerfahren mit zwei Joysticks echt Spaß machen würde. Aber mit dem Xbox-Controller geht es natürlich auch wunderprächtig. Jetzt pass mal auf, jetzt probieren wir mal was, ob wir jetzt wirklich... Vielleicht muss ich ja gar nicht ganz abbrechen. Vielleicht kann ich ja mit ihm schwatzen. Hey, komm, dreh dich mal um. Ja, Basti, ich habe jetzt keine Zeit. Nee, ich kann nicht mit ihm schwatzen. Muss ich das wirklich fertig machen, oder was? Eieiei. Da haben wir das Loch schon buddelt. Ja, Bazi. Ey, was ist jetzt los? Ey, hallo? Was will er nicht? Jetzt geht's wieder. Hab mal eine Frage. Kannst du mal ein Let's Play-Treffen machen? Also ich meine das so, dass wir irgendwo mal ein großes Treffen machen, wo man sich persönlich sich mal kennenlernen kann. Würde ich gerne machen, aber wenn dann das erste, wenn das erste Let's Play oder das erste Fan-Treffen stattfinden wird. Ich habe es heuer ja versucht auf der Gamescom, aber leider, ich habe einfach zu wenig Abonnenten, das rendiert sich nicht. Es sind Kosten, die ich einfach nicht stemmen kann. Also wenn, dann kann ich sagen, okay, mach mal so ein Treffen hier in Augsburg, dann ja, aber woanders keine Chance, keine Chance. Das muss ja auch bezahlt werden, sowas. Das ist ja nicht einfach, dass man sowas macht, sondern das ist ja alles immer mit Kosten verbunden und mein Kanal wirft nicht so viel ab, dass ich da sagen kann, ja, ich mache jetzt Abonnententreffen. Das kann man mal machen. Geplant ist 10.000 Abonnenten, das wird gefeiert. Da mache ich dann eins, ja. Aber bis dahin dauert es noch. Das wird vor Ende nächstes Jahr wahrscheinlich nichts werden. Bin ja jetzt erst kurz vor, ich glaube 45 fehlen noch. Dann habe ich, glaube ich, die 4.000 voll. Also Leute, einfach meine Videos nehmen, teilen bei euch auf Facebook oder sonst irgendwo. Na, wie macht der Bob, der John, der Meister das, hä? Eisbaby, was schreibst du? Hast ja viel geübt mit Baggern. Du sollst nicht nach China baggern. Ja, doch, ich bagger durch. Ich bagger voll durch, Eis. Ich mach da ein Riesenloch rein. Aber es sieht schon cool aus, muss ich schon sagen. Das läuft auch ganz gut. Ich hoffe, der Stream ist auch schön anzuschauen. Na komm, ab, ab, ab. Aber ich hätte vorhin das abbrechen können und ich habe es nicht gemacht, die Vollhonk. Also das Tutorial spielen wir auf alle Fälle durch. Also wir machen den kompletten Auftrag richtig fertig. Und dann ist Feierabend. Und morgen starten dann die Let's Plays. Ich kann. Nein! Gut so, ja! Sehr gut, und dann schnell. Wechsel wieder in den Fahrmodus. Was hat er gemeint? Dann holen wir jetzt erstmal. Halt! Ey, komm, komm, komm. Mach mal auf hier. So. Und mal hoch mit dir. Hey! So, dann lernen wir den noch aus.